Ihr wollt ein richtig geiles Deck spielen, doch ihr fragt euch, reichen meine Gems überhaupt aus, um dieses Deck herzustellen? Jetzt gibt es tatsächlich eine kleine Liste mit verschiedenen Meta-Decks oder generellen Decks, die halt herausfinden, wie viele Gems man ungefähr verbrauchen müsste oder verbraucht, damit man das Deck spielen kann. Leck mich am Arsch. Let's go. Noch etwas in eigener Sache. Ich streame auf Twitch, meine Freunde, und zwar Yu-Gi-Oh! Master Duel und andere Anime-Games, momentan gerade mit Yu-Gi-Oh! Master Duel. Und wir machen Turniere, ja, mit Preisen. Wir machen Community-Battles. Es geht richtig hart zur Sache. Leute, ihr solltet es unbedingt abchecken. Link in der Beschreibung zu meinem Twitch. Let's go. Ich habe es wirklich nicht für möglich gehalten, aber es gibt wirklich jemanden, der sich die Mühe gemacht hat, eine Simulation zu schreiben. Er hat gemeint, er hat 100 Stunden investiert, um dieses Programm zu schreiben, die halt mit Daten gefüttert und dann herausgefunden mit einem Draw-Simulator, also wie viel man aus den Packs rauspullen kann, wie lange es ungefähr dauert, bis man sein Deck gezogen hat, beziehungsweise wie hoch die Chancen sind mit den ganzen Werten, die wir ja natürlich auch haben, also die Drop-Rate zum Beispiel, ne? Und das ist wirklich wahnsinnig, dass jemand wirklich gemacht hat, sich die Arbeit gemacht hat. Das kam nicht von Konami oder sowas, das hat jemand wirklich gemacht. Und wir haben jetzt eine Liste, die gehe ich mal ganz kurz durch, nicht alle Decks, aber so, damit ihr mal so ein kleines Verständnis dafür bekommt, wie viele Gems müsst ihr eigentlich ausgeben, um das oder das Deck ungefähr zu bekommen, ne? Natürlich liegt das auch ein bisschen am selbigen Glück, ne? Ob man natürlich die Karten rauszieht, aber so eine Simulation, die man tausendmal durchspielt, ne? Es geht los. Ist der Knaller. Und ich lese das hier auch mal kurz ab, weil das kann ich mir natürlich nicht alles merken. Was man aber sofort sieht, ist, dass das Zodiac-Deck tatsächlich eines der kostengünstigsten Decks ist. Und ich rede hier nicht von Budget-Decks und sowas, dass du halt dein Deck mit Karten fütterst, die halt wirklich günstig sind, anstelle von Ultra-Rares oder Super-Rares. Nee. Sondern wie sie wirklich die Luck, wie die Glückschance ist, dieses Deck so zu ziehen, wie es, ja, wie man es eigentlich spielen sollte. Das Zodiac-Deck, wie man hier sehen kann, verbraucht ungefähr 5200 Gems. Ja? Ihr müsst also 5200 Gems ungefähr im Durchschnitt ausgeben, um diese Karten zu bekommen. Ne? Und da ist natürlich alles inklusive mit Monstern bzw. mit Fallenkarten, andere Karten zu verwerten, damit man halt sich halt die Ultra Rares holen kann oder die Super Rare holen kann. Und das ist ziemlich geil. 5000 Gems für ein Zodiac-Deck halte ich für realistisch tatsächlich, weil ich spiele jetzt selber ein Zodiac im Tri-Brigaden-Deck. Du hast ja zwei verschiedene Varianten und Playstyles in einem quasi. Und deswegen denke ich mal so, das Zodiac-Deck mit 5000 Gems, ziemlich geil. Und es geht natürlich noch weiter. Wir können es noch weiter gucken. Und zwar das Sky-Striker-Deck, ne? Mit auch ungefähr 5000 Gems, die man ausgeben müsste, um halt sich eben so ein Sky-Striker-Deck zu holen. Da kommt übrigens auch ein Guide dazu bald. Und die Liste geht halt einfach weiter. Ja, Prankits, ungefähr im gleichen Kaliber. Aber True Draco, ja, das sind alles Decks, die man eigentlich kostengünstig, sagen wir mal so, herstellen kann. Ne? Zum Beispiel hier, das Zodiac Tri-Brigaden-Deck. Ne? Das Ding ist halt, es kostet 7000. Ich habe, denke ich mal, ungefähr die 9000 ausgegeben. Also es kommt natürlich auch immer auf das eigene Glück drauf an. Und wenn ihr euch fragt, wie schaut das hier aus, was ist denn das hier alles? Im Grunde genommen seht ihr natürlich links das Deck und ihr seht, wie viele Gems man wie ausgeben müsste. Und das Core-Deck ist natürlich das Core-Deck, was man halt eben hat. Ne? Die wichtigsten Karten natürlich im Deck und das alles sind einfach Stables, also Karten, die man sowieso theoretisch gesehen hat und einfach nur reinstopfen kann, die jetzt nicht unbedingt dem Thema von dem Deck ultra wichtig ist, beziehungsweise zusammenhängen. Trotz alledem kosten die natürlich auch noch ein bisschen mehr, weil die Karten musst du erstmal rausfischen und klar, dass man da eventuell mehr Gems verbrauchen müsste, um alle zu bekommen, weil der Pool an Karten natürlich viel größer ist als bei einem Themendeck. Aber gut zu wissen, dass man ungefähr so 7000 Gems ausgeben müsste für ein Zodiac Tri-Brigaden-Deck. Und da bin ich mal gespannt, Leute, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie viel habt ihr für euer erstes Deck ausgegeben? Ballert's in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren, tatsächlich, ja. Wir können natürlich weiter die Liste weitergehen. Es gibt wirklich unzählige. Ich werde euch natürlich auch den Reddit-Post verlinken dazu. Das ist einfach nur der Knaller. Wir sehen aber auch hier Virtual World zum Beispiel. Da bist du schon bei 8000 Gems ungefähr. Wenn wir hier weitergehen, Cyber Dragon, sind wir auch bei fast 9000. Und dann kommen wir natürlich in die Gefilde, wo es schon teuer wird. Ne? Ungefähr 11000 Gems für ein Dragon Maid Deck. Und wenn wir nochmal ganz weit nach hinten gehen, dann sehen wir hier ein Orcus Deck mit 13000 ungefähr. Ein Hero Drake, Dryton, sehr, sehr teuer. Man braucht ungefähr 15000 Gems für das Deck. Und Spiral, genau das gleiche, 15000. Und das teuerste ist Daeza mit 18000 Gems durchschnittlich. Leute,
Das ist schon mal eine Hausnummer, ja. Und da muss man an der Stelle sagen, wir werden ja gefüttert mit Gems momentan, ne? Weil das Spiel ist gerade released, etc., etc. Aber wenn das mal vorbei ist, ne? Wenn wir wirklich grinden müssen, dann sind 8000 Gems. Nicht 8000, 18.000 Gems. Heftig, heftig teuer, ne? Da heißt dann irgendwann mal bares Money ausgeben hier, ne? Gut, Das ist einfach nur geil und ich, wie gesagt, ich werde das mal in der Beschreibung unten verlinken. Dann gibt es natürlich noch mehr Decks, wie viel die ganzen anderen Decks kosten. Da könnt ihr natürlich gerne auch mal reinschauen und vielleicht ist euer Lieblingsdeck gar nicht so teuer, wie ihr denkt, oder euer Deck ist wirklich, wirklich teuer und ihr überlegt vielleicht für euer erstes Deck mal ein anderes zu spielen. Würde mich mal interessieren, welche Decks ihr so spielt und wie teuer es für euch war. Gut, das soll es gewesen sein für diesen wirklich kleinen Video, aber ich fand das mal sehr interessant und ich denke mal, das ist für einen oder den anderen wahrscheinlich auch mega interessant, einfach mal zu gucken, wie die Kosten eines Decks eigentlich so aufgebaut sind, ja, und wie lange man durchschnittlich braucht. Ich finde das sehr interessant, hoffentlich ihr auch. Und wenn ihr das informativ fandet, lasst mal einen Daumen nach oben da. Wir wachsen gerade richtig heftig mit dem Kanal, ey. Danke Leute, voll heftig. Und abonniert am besten auch, wenn ihr Bock habt und mehr über Yu-Gi-Oh! Master Duel wissen möchtet, beziehungsweise auch Anime-Games, die werde ich natürlich auch noch hier auf diesen Kanal bringen, gar kein Problem. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wahrscheinlich wieder morgen. Let's go, jeden Tag Yu-Gi-Oh! Content. Ich verabschiede mich und wir sehen uns im nächsten Video wieder oder im Livestream. Let's go, bye.